keine Ahnung. Vielleicht, weil ich gestern die Folge bei Friends geguckt habe, wo Ross seltsam redet vor den ganzen Studierenden, weil er so nervös ist. Jedenfalls, wir sind jetzt da und ich bin heute einfach 4,5 Stunden Autobahn gefahren, alleine. Das letzte Mal, ich Autobahn gefahren bin, ist 1 Million Jahre her und ich habe panische Angst vom Autobahnfahren. Habe heute meine Angst gekickt. Wir haben gerade noch Geschenke für Vivian und den fertig gemacht und jetzt essen wir was. Und dann starten wir unser Wochenende zur Comic-Con! Ich bin die Pulle. Für morgen gehe ich aber Pulle dabei. Wir haben eine kleine Präsenz. Das ist für morgen, für jeden ist was dabei. Guten Morgen aus dem Moxie an einem Comic-Con Samstag. Wir haben gerade gefrühstückt. Jetzt gehen wir in unser Zimmer und dann machen wir uns fertig für Traumschiff Surprise. Ah! Den Plan steht heute mein Foto mit Mads Mikkelsen und ich sitze in der Jury für den Cosplay Contest. Das ist so das Hauptsächliche und ich habe noch so ein paar kleine Sachen, die ich mir anschauen will. Das wird bestimmt schön, ich freue mich. Guten Morgen, Crew! Sind alle wach? Die Surprise liegt jetzt ab zur Comic-Con in Max Geschwindigkeit! Jenny, wer ist da? Sweet. So, wir schauen uns jetzt das erste Panel des Tages an. Und das ist Mads Mikkelsen. Und wir sind so overwhelmed, dass die wird da. Wir freuen uns so. Wir freuen uns so sehr. Es ist so schön. Ach, so gut. To go. So good to have you here at Comic Con Stuttgart. And since this is your only Q&A for today, how about we start right away with fan questions? I think it's a fantastic idea. Let's do it. There are two microphones. What do you do for a living? He said, but I'm the national coach for this. Und jetzt sind wir auch endlich alle vollständig! Die Pulle ist am Start und der Captain ist am Start! Wir haben gerade ein Päusle gemacht und jetzt geht die Surprise auf Verkündungstour. In der Kunstlack. So, wir waren jetzt gerade noch ein bisschen gucken. Ich habe mein Gehirn geholt und jetzt geht's zu Mads Fotos machen und ich bin so auf. Hallo Stuttgart und herzlich willkommen zum Cosplay Contest der Comic-Con Stuttgart 2022. Ich würde euch gerne unsere großartige Jury des Abends vorstellen. Pretzel Cosplay aus den Niederlanden. Silvan. Mistvane. Und last but certainly not least, wir haben Content Creatorin, Autorin, Cosplayerin, Teil der Gruppe Hipster Fangirl Fashion. Einen großen Applaus für Liberiarium.
Leute, das war's jetzt. Hat jemand hier ein Taxi bestellt? Wir fahren jetzt nach Hause. Ich will das Fenster. Spooky Overnight. Guten Morgen an einem Comic-Con Sonntag. Oh, Leute, es war so schön gestern und ich habe Mads Mikkelsen im Fotoshooting getroffen und es war so toll. Ich habe euch davon gestern noch gar nicht erzählt, aber wir haben ein tolles Foto gemacht, das blende ich euch hier ein. Ich habe ihn gefragt, ob er mir das Gehirn servieren möchte und oh, er hat so gut gerochen und war so nett und oh, jetzt bin ich wieder Mads Mikkelsen-Lupe, ganz schlimm. Und ich habe gestern hier in der Jury gesessen, es hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und dann waren wir noch auf der Party und haben uns ordentlich Party gekönnt im Miss My Kiki-Style. Ja, und jetzt machen wir es fertig. Heute stehen Chrissy und Eddie an. Und ganz viel Dean. Wir freuen uns, wir sind ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen ganz dolle. Hallo, wir sind jetzt da. Und wir gehen jetzt erstmal gucken, ob Dean da ist, weil das ist das Allerwichtigste heute. Yes. Also noch ist niemand da, wie ihr seht. Es ist komplett leer, es ist richtig krass. Also ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal eine Konsole leer gesehen habe. So Leute, jetzt bin ich an der Bühne angekommen. Wir haben gerade noch mit Max ein bisschen gedreht. Und wir spielen jetzt beim Paper Live. Also besser gesagt sogar Dungeons and Dragons. Und ich freue mich total, weil ich mit so einer coolen Truppe hier live spielen darf. Das wird bestimmt awesome. Ich habe heute übrigens MJ mal wieder ausgepackt. Ich dachte, das passt ganz gut. Willkommen heute Morgen zu dem zweiten Teil von Marshfield Mysteries. Hi. Mein Name ist Rexor der Barbar. Meine Mama hieß Sonja der Barbar. Wie heißt alle so? Wir gehen jetzt Fotos machen. Ich habe gerade D&D auf der Bühne gespielt, was sehr viel Spaß gemacht hat. Ist gut, ne? Das ist richtig awesome aus dem Licht. Oh, das war so ein Eddie-Plop. Großartig. Love it. Weil du dann im weißen Licht warst. Genau. Ich war einfach so ghost. Wir gehen jetzt nach Fotos machen und dann ist schon Dienstzeit und ich mache mir von Nervosität in die Hose. Ich sage es euch, Leute, es ist so krass. Mein Gehirn explodiert einfach gleich, wenn wir da zu dem hingehen. Aber erst Fotos machen. Und es war so schön auf der Bühne. Genau, es hat so viel Spaß gemacht. Also nochmal vielen Dank an Frau Nigo, der das so toll geleitet hat. Hat und die geile Crew, also Go Raccoons! So, Kinas, jetzt kommt das, worauf wir uns die ganze Zeit freuen. Wir gehen jetzt zu Vivian und zu Dean. Wir haben nämlich noch so einen kleinen Adventskalender für beide mitgebracht. Und den wollen wir denen natürlich noch geben. Ja, mal gucken, ob wir filmen dürfen. Ich bin so aufgeregt. Okay, neuer Versuch. Sie waren leider gerade alle in der Mittagspause. Aber wir haben jetzt Fotoshooting mit denen, also... Ah. Wer stirbt gerade für Afrika? It's me again. Hi. Wir waren gerade bei denen. Das war so toll. Er war so total nett. Wir haben halt gesagt so... Also ich habe zu ihm gesagt, der kann sich das nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet, dass er halt da ist. Dass 1917 unser Lieblingsfilm ist und so. Und dass wir auch noch ein Geschenk für ihn haben und so und später zu einem Autogramm kommen. Und da freue ich mich halt schon total drauf. Ja, und er war so precious und so süß. Und wir haben ja 4 Bilder gebucht. Das heißt, wir mussten nach unserem Gruppenbild nochmal rein, um nochmal ein Gruppenbild zu machen. Aber ich glaube, er hat sich total gefreut. Er war so süß, oder? Leute, wir waren gerade bei Dean und ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll, weil ihr wisst ja, was ich für ein riesen 1917-Fan bin vom Film. Und uns bedeutet das halt einfach total viel, dass er da ist. Wir haben wirklich lange auch mit ihm gequatscht noch, ne? Haben halt erzählt, wie viel uns das bedeutet. Die Jenny hat ihm ihr Tattoo gezeigt und ich habe ihn gefragt, ob er mir was für mein zukünftiges 1917-Tattoo schreibt. Und zwar den Code Tell Her I Wasn't Scared. Und er hat mich wirklich so 5-mal gefragt, ob ich das wirklich haben möchte. Wirklich. Ich so, ja, ja. Und er hat 3-mal neu angefangen und immer wieder durchgestrichen, weil er nicht wollte, zufrieden war. Perfekt ist und ja. Er seine Schrift nicht geil findet. Und ja, er hat auf
unseren großen Pappaufsteller unterschrieben und ich so, can you do it as big as possible? So, und ne? Er auch wieder, are you sure? Are you sure? Und er war, und er hat sich so gefreut, wir haben ihm ja Süßigkeiten mitgebracht aus Deutschland und er hat gesagt, wie sehr er es appreciated und wir haben halt noch ein bisschen mit ihm gequatscht so und hat auch gesagt, ja, wir freuen uns schon auf dein Panel, wir haben ganz viele Fragen vorbereitet für nachher und ja, und er, das Allersüßeste war, dass er dann am Ende gesagt hat, dass er uns alle noch alle umarmen möchte. Weil er sich so gefreut hat. Das war halt ganz süß, dass er dann da rumkam. Und meine, so nett. Ne? Und wir haben ihm ja auch so einen kleinen Adventskalender geschenkt und darunter geschrieben, wie wir auf Social Media heißen. Wir wissen, dass er kein Social Media hat. Aber dann meinte er sogar, ich zeig das meiner Freundin und dann checke ich das aus. Such a sweet potato. Und mit Vivian war auch total cool. Okay, wir sind gerade nochmal zu ihm gegangen, weil ich musste mir noch das Foto unterschreiben lassen. Ich konnte es so nicht stehen lassen, dass ich nur den Pappaufsteller habe. Nur, ja, ja. Und er hat sein Favorite Quote draufgeschrieben von 1917. It's not just a bit of tin, it's got a ribbon on it. Und wir haben ihm gerade noch ein Bier gebracht, weil er nämlich gesagt hat, gestern im Panel, dass er gerne ein deutsches Bier probieren möchte. Und dann haben wir ihn vorhin gefragt, als wir bei ihm waren, ob er denn jetzt ein deutsches Bier hatte. Und er hat gesagt, hatte er noch nicht. Und deswegen sind wir extra nochmal rübergegangen und haben ihm ein natürlich geschlossenes deutsches Bier rübergebracht. Und hat er sich sehr darüber gefreut. Und er hat gesagt, er trinkt das nach seinem Panel, weil er nachher noch ein Panel hat. Und er will nicht unprofessionell sein und das später trinken. He's such a cinnamon roll. Und er hat uns so viel erzählt. Wir haben ganz viel mit ihm noch über 1917 geredet und gefragt, ob er halt mit George noch so ein bisschen in Kontakt ist. Und er meinte halt, George wäre der netteste Mensch der Welt. Und er hat uns halt auch so voll die private information über George verraten und so. Werde ich jetzt hier nicht erzählen. Ja, richtig krass. Also total, oh, so fertig. Das bedeutet echt die Welt einfach. Manchmal so eine Kleinigkeit. Und er hat sich so gefreut, hat sich so gefreut. Also der war so happy, dass er mal über was anderes reden konnte als Game of Thrones. Und ja, wir sind jetzt ganz, ganz proud Mummies. Vor allem, als er das jetzt so, ich habe ihn halt gefragt, was sein Lieblingsquote ist und er hat ganz lange überlegt. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, kannst du auch einfach Bloody Reds schreiben. Das sagt Blake ja auch sehr oft in 1917. Und dann hat er dieses wundervolle Quote hier geschrieben. Und dann habe ich ihm gesagt, du musst jetzt dich auch nicht anstrengen, ich werde es mir nicht tätowieren lassen. Und dann hat er erstmal voll gelacht, das war so süß. Jenny, wie glücklich bist du jetzt? Auf einer Skala von 1 bis 10, 3000, ja. Und nachher gehen wir noch in sein Panel. Okay, wir haben uns jetzt mal im Presseraum hingesetzt, um euch zu zeigen, was wir uns alles gegönnt haben. Und, fangen wir doch mal an mit Vivian, oder? Ich wollte ein süßes Leia-Bild halt machen. Hab ihr halt auch erzählt, dass ich halt auch Leia heiße, weil ich nach Prinzessin Leia tatsächlich benannt bin. In den 80ern war die deutsche Synchronisation halt so, dass man halt Leia mehr gesagt hat und nicht Leia, weil der Name im Deutschen einfach geläufiger war. Und ja, das fand sie voll schön, hat sich voll gefreut. Wir haben ja auch noch einen Adventskalender gebracht und Süßigkeiten und so. Sie fand die Süßigkeiten ganz toll. Ja, sie hat sich sehr gefreut. Sie hat sogar gesagt, ah, oh, Sour Apple, I like. Und ihre Mami fand es voll toll, dass wir ihr was geschenkt haben. Das ja, und ihre Mami war halt auch so voll proud halt. Wir haben eigentlich mehr mit ihrer Mom geredet als mit ihr, weil sie so, oh, Adventskalender, Süßigkeiten. Also, sie ist halt auch erst 10, ne? Da hat man dann gemerkt, dass sie erst 10 ist. Ja, und ich habe dann auch gesagt, so Obi-Wan, sie war total das Highlight für uns. Und ihre Mutter hat dann ihr so ganz stolz über so, oh, das war so... So super cute. Voll schön, sowas zu sehen halt, weil man immer denkt, das ist so unberührbar, so Hollywood, es ist so weit weg, ne? Ja. Und dann ist es halt so nahbar. Und dein Foto ist das Beste, es ist so toll, es ja, ist so ich hatte schön. Vorhin ja noch meine Eddie-Perücke auf und wollte ich mit ihr halt ein lustiges Foto machen und dann habe ich sie gefragt, ob wir Silly Faces machen wollen und dann haben wir das Foto. Das ist so schön, I love it. Das ist super niedlich. Ich liebe Cody, wie sich auch freut. So. Ja. Vor allem, geil, das war halt so geil, ich dachte so, should we do Silly Faces? Und sie einfach so. Schon. Und ja, wir waren ein paar Mal bei ihm. Das war meins, weil ich als erstes dran war. Ich habe mit ihm halt einfach ein Herzchen gemacht und ihn umarmt. Ich sehe jetzt erst, dass er die Hand auch auf meine Schulter gelegt hat, der Süße.
Und bin dann halt eben nochmal zu ihm gegangen, um mir doch auch nochmal das Foto unterschreiben zu lassen. Und habe ihn halt gefragt, was sein Favorite Crowd ist, haben wir euch ja gerade schon erzählt. Und er hat Ribbon falsch geschrieben, das fanden wir sehr sympathisch. Er war halt ein bisschen aufgeregt. Ja, ich glaube, der musste sich halt an einen Text erinnern, den er vor 3 Jahren lernen musste. Aber er meinte aber tatsächlich, er erinnert sich an sehr, sehr viel, aber es ist halt so viel, dass er nicht weiß, was sein Favorite ist. Und er musste halt sehr lange überlegen, was sein Favorite ist. Aber ein Fun Fact können wir euch erzählen, was er erzählt hat. Nämlich, dass wenn er George sieht, dass die sich manchmal immer noch Zeilen aus dem Text einfach entgegenschmeißen. Das ist so cute, ja. Aber wenn du das halt ein halbes Jahr lang nur machst, und das alles aber auch in Bewegungsabläufen, diese ganzen Gespräche in deinem Kopf sind, ja, dann kommt glaube ich einfach. Ja. Die haben ja 6 Monate geprobt. Nur geprobt für den Film. Ja, krass einfach. Damit halt nichts schief geht, wenn du eine 9-Minuten-Szene drehst. Stimmt, ja, das hattest du gestern erzählt, ne, im Panel, was die schwierigste Szene war. Blakes Szene gewesen, für alle, die den Film kennen, wissen wahrscheinlich, welche Szene gemeint ist. Wir wollen halt nicht spoilern, deswegen sagen wir nicht, was passiert, aber die Blake-Szene. Und die haben die tatsächlich 9 Minuten am Stück gedreht. Das ist so krass, kannst du dir echt nicht vorstellen. Und wenn ihr euch jetzt nochmal den Film 1917 anschaut und euch nochmal die Blake-Szene reinzieht, dann denkt da dran, dass sie das 9 Minuten am Stück gemacht haben. Ohne Cut. This is my happy face. Ja, man sieht das auch total. So, und dann haben wir noch eine Gruppenumarmung gemacht. Ich habe ihn halt so gefragt, can we do like the biggest group hug? Und er so, sure, sure. Und guck mal, wie süß er guckt, wie er sich freut und so. Ja, weil ich auch. Da. So, und dann sind wir rausgegangen und haben es halt ausdrucken lassen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir kriegen es jetzt 2-mal, weil wir zu zweit halt das Foto gemacht haben. Wir haben beide noch ein Ticket. Genau. Und dann haben wir halt gesagt, ja, geht nochmal rein. Und dann mussten wir nochmal ein Foto mit ihm machen. Das war nicht schlimm. Und dann haben wir nochmal eine Gruppenumarmung gemacht. Also es ist nochmal der schönste Gruppenumarmung. Genau. So süß. Und das wird, kriegt einen Special Platz. Ja. Also ich wollte ja mir das tätowieren lassen, den Spruch Tell her I wasn't scared, weil ich finde, das ist so ein gutes Motto, ne? Und hat halt angefangen und er so, und dann hat er mich dann noch echt ein paar Mal gefragt, ob ich das wirklich haben möchte und so, und so ja. Er war halt voll unter Druck, weil er wollte es schön schreiben. Ja, und ich will ja gar nicht, dass er es schön schreibt. Ich will einfach nur, dass er schreibt mit seiner Handschrift halt. Ja, gar nicht komplett übertrieben. Wir haben so einen Pappaussteller mitgenommen nach Stuttgart, 5 Stunden Fahrt, und haben uns das noch unterschreiben lassen und hat sich auch sehr darüber gefreut. Das musste sein. Und er hat bestätigt, dass George eine Cinnamon Roll ist. Und das Schöne ist, der Tag ist ja noch nicht rum. Wir gehen nachher noch in sein Panel und stellen ihm ganz, ganz viele Fragen. Du hast noch das Foto mit dem Darsteller von Benji aus Love, Simon. Ein Panel wollen wir noch schauen. Nachher gucken wir Tanz der Vampire. Aber das ist eine andere Geschichte, die ihr dann in einem Vlog, irgendeinem der Vlogs sehen werdet. Weil nächste Woche der Vlog kommt, ist ja der Comic-Con-Vlog von Dortmund. Ich habe Dean meine 1917-Promo gezeigt. Und er hat sich voll gefreut davon. Das ist so schön. Er hat gesagt, no way, it's... How did you do this? Und er hat sich dann alles nochmal angeschaut und wollte wissen, was das für Items waren und so. Und er meinte, das ist so schön und voll die gute Idee, um diesen Film halt zu promoten, weil ich mich ja so als Scofields Frau verkleidet habe. Also nicht seine Rolle, sondern die von George MacKay. Und das fand er voll schön und voll die tolle Idee. Und ja, Flausch. Ach so, und Dean hat mich gefragt, ob ich noch mehr Tattoos habe von Filmen und Serien und so. Und dann habe ich ihm eine Tattoo-Show gegeben. Das fand er voll cool. Reden und ich habe ihn abgewürgt. Oh no! Aber als ich gegangen bin, hat er gesagt, I like Teddy Outfit. Oh echt, wie süß! Oh! Jetzt bin ich gespannt auf dein Foto. Happy Birthday to you. Come on, come on.
what animal my character would be. Okay, so I actually thought about this because when I was auditioning, I was like, this bitch, she's like, I felt like she was like a dirty raccoon. And I said this at the audition, I was like, she's a raccoon. It wasn't meant to be here, COVID, you know. Anyway. Hello. Hi again. No. So, what is the first thing you are going to do after this panel is finished? Heroin. I'm going to sit in a bar. He was joking. For all the children that may still be here, he was absolutely joking. I'm going to sit in a bath and put on a sunscreen. I want to clean my makeup. I've never worn makeup. I'm going to clean all my makeup. Jesus, he was managed me for 7 years before you answer. Do you have an erection while you're asking this question? Yes, that's the answer. That's the answer. It inspired a new way of sexuality. Dress how you want, be how you want, you know, live how you want. So when Fox did this version, it was tough. Like, we as actors were fighting for more risque behavior. Like, the whole thing is about taking a chance and taking... Robert De Niro. Yeah. I love James McAvoy. I really love James McAvoy. You guys... Yes! He's so good! All the cross. Hot! And he's just, yeah, he's just a legend. I've also been married to the same lady for years. They broke up. They split up, sorry. They broke up. No, they didn't. Yeah, they did. He's a bit... Why are you doing this on stage? Because now I look stupid. Yes. No, sorry. I don't want to know. You should know. I think you should know. But still James McAvoy. And always Kate Winslet. Always Kate Winslet forever. So, und das war's jetzt auch wirklich von uns von der Comic-Con. Und zum Ende nochmal einen mega Knaller gerade gehabt. Wir waren bei Dean im Panel und... ja, Deans Panel ist dann zum Game of Thrones Panel mutiert. Und Natalia Tena war noch da. Das, ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen... Ich weiß leider nicht, wie sie und heißt. Und Jefferson Hall. Ja, waren auf jeden Fall... Heißt der immer noch. Waren sehr süß. Ich hatte das natürlich nicht prepared, weil ich nur Fragen für Dean prepared habe. Also habe ich angefangen mit einer 1917-Frage. Ich habe ihn gefragt, was das Lieblingsessen von Blake ist. Und er meinte Brot und hat auch erzählt, dass, weil Blake isst ja Brot. Nein, glutenfreies Weißbrot. Glutenfreies Weißbrot, ja. Und er hat auch erzählt, dass im Originalscript Blake die ganze Zeit nur gegessen hat. Und das finden wir sehr lustig, weil das war unsere Vorstellung von Blake. Ich habe ihn auch gefragt, ob er halt irgendwas gemacht hat, um sich vorzubereiten auf die Rolle. Weil wir wissen ja von George Mackay, dass er ein Tagebuch als Will Schofield gefühlt hat. Dean hat erzählt, dass er halt ganz viel gelesen hat. Das ist auch eine ganz tragische Geschichte, die der da erzählt. Ja, aber das wusste zusammen. Also das hat er auch schon in der Probe erzählt von ihm. Ach krass. Mit seinem Great Great Dad. Ja, richtig heftig. Also sehr tragische Geschichte so. Von seinem Great Great Great, wie auch immer, der im No Man's Land 4 Tage verbracht hat und schon richtig kaputt war und mit Beinen gelähmt und so. Und dann weitergekrochen ist von Leiche zu Leiche, um das Wasser zu trinken und so. Und das tatsächlich dann auch rausgeschafft hat. Also das war eine sehr berührende, sehr heftige Geschichte, die der da mit uns geteilt hat. Ich habe dann später noch gefragt, was sie machen, wenn die Con vorbei ist. Genau, was sie machen, wenn die Con vorbei ist. Und Natalia Tena war mal wieder der Knaller, die war super lustig in dem Panel. Ja, sie geht jetzt baden und will eine Wurst essen. Dann hat eine Person gefragt, was denn das Tageshighlight war für die Leute. Und die haben halt so random erzählt, bla bla. Und Dean hat dann gesagt, ja, my highlight was this lovely lady. Und hat auf mich gezeigt. Und super weird, den Clip habe ich hier und zeige euch, was passiert ist. Und damit beende ich diesen total verrückten Tag, wo ich das Highlight von Dean Charles Chapman bin. Woo! Einer meiner Lieblingsschauspieler. Bevor ich das noch vergesse, Dean hat mich auf der Bühne nochmal in den Arm genommen und mir nochmal ins Ohr geflüstert. Thank you so much for all this. And really thank you. Und er war so touched und hat mir dann nochmal in die Augen geguckt und so gemacht. So dieses Britische. So. He precious. He cinnamon roll. Tell her I wasn't scared. Oh. Who knows? The sentence. Oh, that is so sad. It's so beautiful. It's so beautiful. Wonderful. Thank you. And you were so nervous. I tried. That was my third try. I just love it. It's so amazing. Your writing is way better than mine, mate. Honestly, it's amazing, right? It's really nice. And I already know where I wanted to go. Do it. Right here. Nice. Okay.
I have another one here. That's beautiful. Another quote. So I thought that would be a good one. It's good. Yeah, I've got two cases. Yeah, I'm the same for symmetry. My tattoos have symmetry. Yeah, yeah. Did you say that? Yeah, when I was dying. Oh, that's so. Oh, no, but it's beautiful. Yeah. What's your name? Leah. Hi. Leah. Thank you, Leah. Everyone, round of applause for Leah. Also die Momente mit denen waren für mich auch am besten. Es bedeutet mir einfach die Welt. Ja. Und hätte ich niemals gedacht. So, also ja, schon halt toll, wenn man von seinem Lieblingsfilm die Darsteller halt mal dann trifft, wirklich so. Ja. Ja. Und dann tatsächlich auch mal Zeit hat. Und auch Zeit hat, mit denen zu reden, ja, weil halt wirklich nichts los war. Wir haben ihm gerade noch deutsches Bier gebracht. Das hatten wir aber, glaube ich, schon erzählt. Das haben wir erzählt. Ja. Merkt, wir sind sehr emotional. Total. Und ja, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht einfach anfange zu heulen, weil es mich so berührt. Ist heute noch gar nicht passiert. Nee. Naja. Aber gestern, wir haben ihn gesehen und ich habe hyperventiliert. Ich bin wirklich. Ich habe einfach angefangen zu weinen. Ja, man freut sich so sehr, ne? Und ja. Mir hat auch besonders der Costume Contest natürlich gefallen, weil ich wieder in der Jury sitzen durfte und judgen durfte. Und das. Ja. Die Queer Avenue. Die Queer Avenue war, also vom, was man sich ja angucken konnte, definitiv das Beste. Auch die beste Stimmung und so. Und ja, mit das D&D-Spielen auf der Bühne auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich war überrascht, wie viele Leute heute Morgen um 10 schon da waren. Also das war fast voll. Ja. Und das war cool, hat echt Spaß gemacht, so anderthalb Stunden. Es ging so schnell vorbei. Die Leute hatten ja auch Bock. Also ja, es war auch echt lustig. Wir haben auch ganz viel Quatsch gemacht und so. Ja. Also war wieder eine richtig schöne Comic-Con. Und vielen Dank an die Messe Stuttgart, wie immer. Nächstes Jahr rocken wir es noch geiler. Jetzt verabschieden wir uns mit ganz viel Liebe in unserem Herzen. Ciao. Was macht ihr? Wir suchen den Loop im Aquarium. Wenn man ein ihr müsst auch schon runterdrücken, wenn wir runterfahren wollen. Ja, das ist immer von Vorteil, gell? Aber was willst du erwarten von jemandem, der ein Bad trägt, gell? Ich will ein Fenster. Also wirklich die Momente mit George. Dean.